Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Cattle and Crops. Aktuelle Aufgabe war ja, dass wir uns insgesamt 40 Bullen kaufen sollen. Das haben wir jetzt gemacht. Ich habe gerade die letzten drei im Anhänger. Dabei muss man wissen, dass der erstmal im Weg steht hier. Ich konnte nur 17, glaube ich, an einem Tag kaufen und konnte dann nicht mehr erwerben. Händler hatte halt keine weiter. Ich habe dann zum nächsten Tag vorgespult, also ich sehe jetzt ja, wir haben jetzt schon den 16. August. Und ja, der hatte dann seinen Bestand wieder aufgefüllt, sodass wir drei weitere kaufen konnten. Genau. So, jetzt haben wir auch die kompletten 40 Bullen, die geforderten. Ich denke mal, das wird noch eine Weile dauern, bis der komplett alle erkennt. Hier oben sehen wir ja, wir haben ja, also oben rechts, ne? 40 von 50. Und ja, wie gesagt, ich denke, das wird einen Moment dauern, bis der erkennt, dass wir alle haben. Haben heißt haben. Und in der Zwischenzeit kuppeln wir den Betimax ab und fahren nochmal durch den Stall und füttern unseren Bestand. Hey. Was ist hier los? Habe ich nicht gerade auf Akkurbeln gedrückt? Moment. Ah, ich habe das Gewicht abgeschmissen. Na gut. Dann machen wir das so. Und da passt es auch. Okay, jetzt liegt das Gewicht noch da. Das merken wir uns einfach. Vielleicht verkaufen wir das auch und kaufen eins von den neuen. Muss mal schauen. So, genau. Okay. Ja, und wir sehen schon. Moment, das schaue ich mir von der Außenansicht an. Ah, okay, die Stütze war einfach noch nicht unten. Oben. Da. Noch nicht so richtig los. Aber man merkt auch hier schon, die Vorderachse wird ziemlich entlastet. In dem Mischanhänger sind jetzt 22.124, ja, sollen das sein, Liter, Kilo drin. Und das ist natürlich eine ganze Menge. Ich wollte gerade mal das das Zugmaul noch hoch machen. Davon soll runterhängen. Genau. So, das war's. Jetzt geh weg. Ja, ein kleiner Tiger gehört einfach auf dem Bauernhof dazu, genauso wie ein Hund. Halt. So. Auf U. Die Luke geöffnet, kurz den Füllstand angeschaut, genau. Schaut es hier aus. Ja, die haben noch gar nicht so viel gefressen. Theoretisch müsste ja auch hier irgendwie der Helfer durchtoben. Ich weiß gar nicht, ob der noch aktiv ist oder ob die Tage schon rum sind. So, jetzt haben wir das. Jetzt will ich mal einfach noch was probieren. Zwar, ob es nötig ist, auch hier irgendwo zu füttern. Gibt's hier? Das ist nur unsere Gülle. Da haben wir auch schon 452 Liter wieder. Aber ich sehe, hier gibt es nichts weiter. Okay. Ich würde sagen, den lassen wir einfach hier stehen. Hängen wir wieder ab. Die Handbremse, das vergesse ich immer. Und ja, was meint ihr? Wir haben einen guten Tag. Die Sonne scheint. Es ist zwar schon ja, 17.15 Uhr. Aber ich würde sagen, wir fangen mal die nächste Mission an, wenn das schon geht. Nö.
Gut, dann machen wir eins. Wir stellen den Schlepper mal aus. Fenster, Vorratsgang rein, dass das Licht ausgeht. Fenster zu. Da hüpfen wir mal raus. Ich würde sagen, wir spulen nochmal vor und schauen, was bezüglich unserer Bullen geschieht. Es regnet mal wieder. Deine Tiere hungern. Mindestens ein Tier im Stallbauerntransfer hat heute nicht genug Futter erhalten. Dass sie in der Tröge regelmäßig ausreichend gefüllt werden. Na klar. Aber. Also, wir haben hier die 40 Stück, das seht ihr ja. Warum wir jetzt noch nicht weiterkommen, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Aber wir machen erstmal was anderes. Kommen wir hier eigentlich irgendwo? Nee. Wir gucken uns das erstmal so an. Der Typ kann übrigens jetzt auch springen. Sieht total ulkig aus. Als würde er immer nur über eine Pfütze springen. Bahntransfer. Ach, das ist hier. Ah, ich glaube, ich weiß warum. Bestand. Wir müssen jetzt gucken, welche in diesem Bahntransfer stehen. Und die. Bahntransfer. Was ist jetzt mit den dahin? Barn left one. Ich schalte mal kurz Fliegen ein. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 4, 6, 7. Das ist vermutlich Bahn 3. Das heißt also, ich glaube, die stehen einfach falsch, sodass er die nicht erkennt. Stahl, Barn left, one. Barn left. Gucken wir mal. Da müssen wir uns jetzt mal durchklicken. Ich muss mal das schlaue Google fragen. Moment. Ja, wir finden es gleich raus. Weide ist das. Okay, Barn Pasture. Das ist also die Weide. Gucken wir jetzt mal durch, wie viele. Ich hau die jetzt einfach alle. Auf die Weide. Okay, das geht also auch nicht unbegrenzt. Der Bahntransfer muss auf jeden Fall weg. Bahn 3. Der ist in der 2, das kann ja bleiben. Bahn 3, geht das? Ja. Okay, das war da. Weide, Weide, Weide. Bahntransfer. Die machen wir alle. Die müssen alle woanders hin. Die im Transfer stehen, die müssen da weg. Weide. Nummer 3. Weide, Transfer, da ist wieder einer. Den hauen wir wieder mit auf die Weide. Zwei, Weide. Ab auf die Weide. Horche. Alright.
weiter. Transfer wieder in die 3. Guck mal, das klappt. Transfer. Ach, guck mal. Wenn das, wenn der diejenige Stall voll ist, wir hatten ja jetzt Barn Left 3 die ganze Zeit, dann wird er gar nicht mehr mit angezeigt. So. Ist die Weide? Das ist wieder Transfer. Was machen denn da so viele in dem Transfer? Weide. Weide. Die Weide ist jetzt auch voll. Machen wir Barn Left 1. Halt. Wo stand der Barn Transfer Out? Das wollten wir nicht. Barn Pasture. Der ist auch so weiter. Da 4. Weide, Weide. Barn 5. Pasture. Und hier ist noch einer. Transfer. Mal sehen, ob das jetzt wirklich. Okay. Hier vorne ist ja die Transferzone. Da sind sie auf jeden Fall alle raus. Jetzt stehen sie. Ich flieg mal. 1, 2, 3, 4. Kann man die nach Standort sortieren? Stall, guck mal an. Okay, steht nur eine. In der 1. Ich bin jetzt gerade ehrlich gesagt ein bisschen ratlos. Ich würde sagen, ich einfach noch mal kurz vor. Wir gucken mal, die haben alle, also den hier, gefülltes Silo. Wir spulen einfach noch mal, ja, tasten uns daran. Vielleicht bis zum nächsten Tag. Eine Tiere hungern, Barn Left, Barn Left. Okay. Die haben aber. Wie gesagt, ich bin ehrlich gesagt gerade etwas ratlos. Sagen, ups, das wollte ich gar nicht. Wir füttern die andere Seite mal noch. So, wieder von außen zu machen. Wir füttern erstmal noch. Und zur Not halte 40 Bullen in den Ställen. Vielleicht ist auch das einfach das Problem. Genau, das probieren wir jetzt noch. Bestand. Wir hauen die jetzt alle in den Stall rein. Entschuldigt, dass es wirklich so lange dauert, aber ich habe ja gesagt, wir tasten uns da gemeinsam ran. Und ich finde, da gehört auch das dazu. Sollen wir mal ein bisschen ausprobieren. Ja, da. Hier wäre es auch schön, wenn man, ich sag mal, eine Gruppe auswählen könnte.
man dann klickt, also wirklich mehrere und einmal markiert und dann sagt, mir jetzt schnurz, wo ihr steht, aber ihr geht dahin. Ja, ich bin gespannt, ob wir das jetzt damit. Lösen können. Ist auf jeden Fall eine relativ komfortable Sache hier. Die darüber verschieben zu können. Und 4. Da steht draußen. Der steht auch draußen. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt sind wir wirklich kurz vorm Ende. 5. Der steht noch draußen. Okay, wir haben jetzt noch 2, die draußen stehen. Und wenn das jetzt nicht geht, dann weiß ich auch nicht. So, halt. Mensch. Gut, also. Keiner mehr draußen. Alle im Stall. Okay, Lenkrad. Mach mit. Sollte das jetzt wieder nicht klappen, dann gehe ich offscreen und werde es da nochmal versuchen. Oder mich halt mal im Forum umschauen, da jemand ähnliche Probleme hatte. Dann nur rechts raus. Ihr habt alle. Ihr noch nicht. Okay, Moment. Wir wenden. Schauen wir hier noch mal. Okay, das klappt. Da füllt sich auch das Silo. Ich habe jetzt mal eine Reportage gesehen. Da ging es darum, ja, wie soll ich es erklären? Dem Bullen halt einen schöneren Untergrund zu schaffen. Die hier leben ja mehr oder weniger auch auf diesen Spaltböden, Spaltenböden, wie auch immer. Und die hatten dann, also die hatten das auch irgendwie, dann noch so ein paar Gummimatten drunter, also ein Spaltboden, Gummimatten. Und auf den Gummimatten haben die alle paar Wochen, ich glaube alle 6 Wochen oder so, viele, viele Kilo Stroh gestreut. Und das halt immer frisch gehalten, sodass sie sich dort wirklich wohler fühlten. Und die haben halt gesagt, dass das den Tieren wirklich angenehmer ist. So, aber ich muss es ehrlich sagen, keine Ahnung, wie wir das Problem, was wir jetzt gerade haben, gelöst bekommen. Ich mache erstmal den Schlepper wieder aus. Wir
schauen uns das nochmal an. Also, wir haben 40 von 50 Tieren. Futter haben sie alle. Auf der Weide steht auch keiner. Ich bin wirklich ratlos. Werde offscreen mal durchs Forum stöbern. Schauen, ob ich da eine Lösung finde. Und so wie ich die Lösung habe, werde ich die nachliefern. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Spaß gemacht. Kling. Moment, was ist hier gerade geschehen? Mehr Bewegung. 10 Punkte für Bewegung. Ja, moin. Können wir hier F7 gucken? Zu Fuß, die ersten 1000 Meter. Gut, nicht das Gewollte, aber egal. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Das gehört ja letzten Endes auch dazu, dass wir uns hier so rantasten, zu sehen, wie es alles funktioniert. Und jo, ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin, macht's gut!